Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um das Thema unternehmerisches Denken, warum das die Grundvoraussetzung für deinen Erfolg im Network Marketing ist und ja, wie du unternehmerisches Denken in deinem Alltag ja, quasi integrieren und erlernen kannst. Ja, ich mache das Video aus dem Grund, weil ja, das unternehmerische Denken und Handeln ja das Allerwichtigste ist, wenn du ja im Network Marketing erfolgreich sein willst. Und ich erlebe es leider ja immer wieder, dass Menschen ja, im Network Marketing starten und nicht den Erfolg haben, den sie haben könnten. Das ist dann immer sehr schade, aber letzten Endes ist die Grundvoraussetzung, die richtige Einstellung, unternehmerisches Denken und Handeln erlernen zu wollen. Bei mir war das ja damals genauso. Ich habe im Prinzip als Industriemechaniker weder Kenntnisse von Marketing gehabt, Vertrieb, Verkauf, Kommunikation, ne? Das war alles für mich Fremdwörter, geschweige denn, wie man sich selbst organisiert. Letzten Endes gingst du morgens zur Arbeit, hast dann dementsprechend deine Aufgaben bekommen, die hast du dann abgearbeitet nach Bau- bzw. Fertigungsplan. Und ja, und das ist eben halt so ein Thema, dass man sich dann die Frage stellt, Mensch, so eine selbstständige Tätigkeit, kann ich das überhaupt bringen? Schaffe ich das überhaupt? Und das habe ich mir natürlich dann auch damals die Frage gestellt und heute weiß ich halt, dass man unternehmerisches Denken lernen kann. Es ist aber auch nichts, was über Nacht funktioniert. Es ist nicht, wo man einfach wie so ein Lichtschalter an- und ausschaltet und man hat es dann, sondern man muss sich das dann halt auch tagtäglich antrainieren. Und da möchte ich dir heute gerne ein paar Tipps ja, mit an die Hand geben, auf was es aus meiner Sicht ankommt und wie du das ganz einfach ja, in deinem Alltag ja, integrieren kannst, aber auch bereit sein musst zu lernen. Und das ist im Prinzip schon der erste und wichtigste Punkt, wenn es dann darum geht, unternehmerisches Denken für sich ja, und Handeln für sich dann quasi erlernen zu wollen. Du musst die Einstellung dazu mitbringen und dir einfach klar machen, dass du halt einfach nichts weißt. Ja? Und das sehe ich halt bei vielen, die Network Marketing starten, ist immer wieder, egal ob das Profis oder Newcomer sind, ja, wenn die, ich sag mal, dann in einer neuen Branche anfangen, dann, ja, meinen gerade Menschen, die jetzt schon viele Jahre Verkaufserfahrung haben, dass sie da alles wissen, aber jedes Branche funktioniert so ein bisschen auf die eigene Art und Weise und deswegen habe ich immer so einen Leitsatz für mich dann oder damals, ja, an entwickelt, wenn du so willst. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, und das ist eine Einstellung, die kann ich jedem gerne empfehlen, ja, weil das einfach die richtige Voraussetzung mitbringt, einfach mal das anzunehmen, was dir Menschen in dem Team, in dem du dann startest, mitgeben. Und du tust halt gut daran, gerade am Anfang diese erfolgserprobten Systeme, die dein Team ja schon über Jahre die Erfahrungen gesammelt hat, dann das einfach auch umzusetzen. Ne? Also das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass man dann überhaupt loslegen kann. Ja, so und dann haben wir im Prinzip das Thema, wie gehe ich das überhaupt an? Ja, unternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln. Als allerwichtigstes oder im ersten Step solltest du dir klar darüber werden, was denn deine Ziele sind, ja, dass du für dich eine richtige Zielsetzung machst und dir, und dir mal wirklich grundsätzlich überlegst, Mensch, warum will ich das eigentlich machen? Was sind so die Gründe, welche Gründe sind wichtig genug, dass du bereit bist, dich zu bewegen. Weil das ist auch ein Phänomen, was man sehr häufig sehen kann, dass Menschen im Network Marketing starten mit dem Willen, ja, ich möchte mein Leben verändern, aber dann nicht bereit sind, die richtigen Schritte und Dinge zu tun. Und ja, und das kommt sehr häufig daran, weil einfach halt die Ziele nicht stark genug sind. Weil wenn du ein Ziel hast, was dir extrem wichtig ist, ja, dann wirst du auch in die Gänge kommen. Ne? Also das ist zumindest so meine Erfahrung, die ich in dem Bereich gemacht habe. Und dann geht es natürlich dran, oder dann ist natürlich auch wichtig, dass man dran bleibt, dass man ein Durchhaltevermögen mit an den Tag legt, dass man am Ball bleibt, ja. Dass einem bewusst ist, dass man ein Geschäft nicht von heute auf morgen aufbaut, sondern dass das ein langfristiges Denken und Handeln voraussetzt. Ja, natürlich gibt es die Erfolgsgeschichten, die im Network Marketing loslegen und dann nach 2, 3
Jahren oder vielleicht nach einem halben Jahr schon mega erfolgreich sind. Aber das sind häufig auch dann die Menschen, die vielleicht schon ja, richtige Profis in dem Bereich sind, schon über ein Netzwerk verfügen. Das muss man halt auch sehen. Aber wenn du jetzt so, wie es bei mir damals war, als Industriemechaniker startest, ja, in der selbstständigen Tätigkeit, ja, dann wäre es ja, ja, dann das funktioniert einfach nicht, ja. Das wäre ja, ja, ein Wunder, wenn du dann sofort anfangen würdest und dann gleich riesige Erfolge erzielen würdest, ja. Letzten Endes ist ja auch eine gewisse Lernphase wichtig, damit du deine Erfahrungen auch sammeln kannst, ne? Und dann kommt das, was ich schon bereits eben erwähnt habe, versuch nicht das Rad neu zu erfinden. Ja, ist auch das, oder ist auch ein Thema, was viele immer probieren, ja, es dann auf eine andere Art und Weise zu machen. Dann werden andere Gesprächsskripte genommen, es werden andere Leitfäden benutzt, dann werden Dinge gemacht, die niemals geschult worden sind. Und dann wundert man sich, wenn das Ganze nicht funktioniert. Ich meine, weißt du, wenn du heute ein Brot backen willst, dann musst du das nach einem gewissen Rezept machen und du musst halt wissen, wie du die Zutaten zusammensetzt, ja, wie lange dann das Brot in den Ofen muss, wie lange der Teig ziehen muss und so weiter. Das musst du halt alles erlernen, musst dich dann penibel daran halten, entschuldige. Und wenn du dich dann dran gehalten hast, ja, dann kommt auch ein gutes Brot raus. Keiner würde erwarten, ja, dass jemand, der das noch nie gemacht hat, dass das Endergebnis, also das Brot, dann Weltklasse ist. Ja, also das ist halt nicht so, ne? So, und deswegen ist es wichtig, dass du das Rad nicht neu erfindest und auf die Erfahrungen und die Leitfäden nutzt, die dir da dein Team und das Unternehmen zur Verfügung stellt, weil die werden immer mehr Erfahrung haben als du, wenn du jetzt in der neuen Branche startest. Ja, das ist einfach so. Und da sollte man dann sich einfach selbst zurücknehmen, das eigene Ego zurückschrauben, einfach sagen, okay, ich lerne einfach nochmal neu. Ja, ich für meinen Teil versuche das, es gelingt mir nicht immer, ja, weil manche Dinge sind ja auch bei mir eingeschliffen, aber mir fällt es dann auch immer auf. Und immer wenn ich merke, hey, da schleift sich so eine gewisse Routine ein, dann drücke ich so einen Reset-Knopf und fange dann einfach nochmal von vorne an, ja, und überlege mir dann, beziehungsweise nehme dann einfach nochmal alles, wie wenn ich neu anfangen würde und lege dann nochmal von vorne los. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, das zu tun. So, und dann gehört auch zum unternehmerischen Denken dazu, dass man in der Lage ist, Rückschläge wegstecken zu können, ja. Gerade im Network Marketing ist es so, da geht es nicht immer steil bergauf, sondern du wirst mit Neins umgehen müssen, du wirst mit Ablehnung klarkommen müssen. Und ja, es wird auch vielleicht mal Phasen geben, wo die Dinge einfach nicht nach Plan laufen. Und auch dann wirst du, ja, wenn dir deine Ziele wichtig genug sind, natürlich am Ball bleiben müssen, ne? Und jeder, der unternehmerisch tätig ist, der weiß, dass Rückschläge einfach dazugehören und dass es dazugehört, dass man diese wegstecken kann und dass man, und das ist ganz wichtig, dass man trotz der Rückschläge handlungsfähig bleibt. Ja, es nützt ja dann nichts zu sagen, okay, ich ziehe mir die Decke über den Kopf, die Bettdecke über den Kopf und verkrieche mich. Ja, natürlich gibt es mal Phasen, wo man vielleicht so in so einer Situation ist, wo man das gerne machen würde, aber dadurch ändert sich ja nichts, ne? Das heißt, du musst also für dich dann auch Strategien entwickeln, dass du da auch dann handlungsfähig bleibst. So, und jetzt ein paar kurze Tipps dazu, wie du jetzt unternehmerisches Denken, ich sag mal, wenn es dir so geht, wie es mir damals ging, dass du ja mit Unternehmertum so gar nichts am Hut hast, kann ich dir einfach so ein paar Schritte mit an die Hand geben, die mir geholfen haben, unternehmerisches Denken quasi zu erlernen. Und das kannst du machen, ob du jetzt Angestellter bist oder planst, dich selbstständig zu machen. Wichtig ist, dass du die Langfristigkeit siehst, dass du weißt, wo du hin willst, dass du deine Ziele kennst und dass du dann einfach beginnst, mal einen Wochenplan zu erarbeiten, ja, beziehungsweise deine Woche vielleicht sonntags im Voraus zu planen oder dass du jeden Tag dir eine Tagesplanung machst. Also immer, wenn du abends den Tag abschließt, den nächsten Tag planst, ja. Und dann aber nicht nur die Termine dort eintragen, sondern für dich auch ein Ziel setzen, ja, dass du ein Tagesziel hast, welches du auf jeden Fall erreichen willst. Und egal, ob du jetzt Network Marketing nebenberuflich oder hauptberuflich ausübst, wenn du dir ein Tagesziel setzt, wo du sagst, jawohl, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann komme ich einen Schritt meinem Ziel näher, ja, dann gilt es dran, beziehungsweise dann ist es wichtig, dass du dir zum Ziel setzt, dass du dieses Ziel dann auch tatsächlich
an diesem Tag ja, umsetzt. Und das wird dann ein Game Changer für dich sein, ja. Genau. Dann ist wichtig das Thema Handlungsfähigkeit, dass du dir bewusst wirst, dass du das auch tagsüber nicht immer alles nach Plan läuft. Es können unvorhergesehene Ereignisse eintreten, ja, und dann, ja, oder es kann auch vielleicht mal sein, dass du keine Lust hast und dann gilt es einfach dran zu bleiben, ja. Gerade in der selbstständigen Tätigkeit ist es ja sehr häufig verlockend, dass man ja die Möglichkeit hat, auch mal Dinge auf den nächsten Tag zu verschieben, aber das ist nicht das, was dich ans Ziel bringt, ja. Und ich habe mal einen Satz gehört und der hat sich bei mir eingeprägt: Der Sieger unterscheidet sich vom Verlierer dadurch, dass er die Dinge tut, die getan werden müssen, egal ob ihm danach ist oder nicht. Und so ist es. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, du kannst ja als Angestellter auch nicht jeden Tag zu deinem Chef laufen und sagen, du, mir ist heute nicht nach Arbeit, ich gehe nach Hause. Das wird halt nicht funktionieren, ja. Und in der Selbstständigkeit funktioniert es schon dreimal nicht, ne? So, und deswegen, also setz dir einen Plan, ja. Sei dir aber auch bewusst, dass es manchmal Dinge am Tag gibt, die du jetzt nicht einkalkulieren kannst, ja, die du nicht einplanen kannst. Und plan dir dafür einfach ein bisschen Freiraum, ja. Und überleg dir die Dinge, die du, wenn du merkst, es kommt eine Störung rein, überleg dir da einfach mal, wie du damit umgehst, ja. Wie kannst du das handeln? Und da tut es dann einfach gut, wenn man Pufferzeiten hat, weil dann kann man diese Störungen auf diese Zeiten legen und kann dann in der Arbeitszeit, wo man sich festgelegt hat, dann auch tatsächlich weiterarbeiten, ja. So. Und dann, ganz wichtig, fang an, nicht das Rad neu zu erfinden, das kostet viele Ressourcen, sondern nutz einfach die Arbeitsweisen, die bereits da sind, ja, in den Zeiträumen, die du dir gesetzt hast, ne? So, das heißt, nicht neue Gespräche entwickeln, nicht neue Leitfäden schreiben, keine neuen Dokumente erstellen, sondern einfach das nutzen, was dir von deiner Upline zur Verfügung gestellt wird, ja. Und dann die Zeit, die du dir in deinen Tagesplan für das Erreichen deiner Ziele eingeplant hast, dass du diese dann auch effektiv nutzen kannst, weil du ja dann nur noch den Leitfaden aus dem Schrank holen musst und das dann umsetzen musst, ne? So. Und last but not least, versuch Ablenkungen zu vermeiden, versuch dich zu fokussieren. Ja, und das war zum Beispiel bei mir am Anfang etwas, was ich lernen musste. Wenn du natürlich daheim bist, ja, und die Menschen um dich herum wissen das dann irgendwann, dass du von zu Hause aus arbeitest, ja, dann ist natürlich die Gefahr hoch, dass die Menschen dich dann auch mal anrufen: Hey, könntest du mal nicht kurz mit mir dorthin fahren? Könntest du nicht mal kurz das? Könntest du nicht mal kurz jenes? Ja. Und da ist einfach wichtig, dass du, wenn du Familie hast, dass du mit deiner Familie dich auch zusammensetzt und klare Regeln erarbeitest, ja, dass deine Familie deinen Wochenplan dann auch kennt, dass sie wissen, an welchen Zeiten du arbeitest und dass du dort nicht gestört wirst, ja. Und dann genauso ist es aber auch wichtig, dass ihr feste Zeiten habt für die Familie, sodass jeder einfach weiß, okay, an diesen Zeiten ist Family Time und in den anderen Zeiten, da wird halt dann dementsprechend gearbeitet. Und das sind im Prinzip so ganz einfache Schritte, ja. Wochenplan, ja. Wenn du einen Wochenplan oder wenn du einen Wochenplan nutzt, ja, dann wirst du feststellen, dass du mit der Zeit immer bewusster mit deiner Zeit umgehst, weil du dir, also bei mir war das damals so, ich habe ja vorher nie einen Wochenplan gehabt, ja. Das heißt, ich wusste, ich muss morgens in der Frühschicht um 16:30 raus auf Arbeit fahren, ja, und war dann 14 Uhr, 14:30 Uhr fertig. In der Spätschicht war es dann halt 14 Uhr bis 22 Uhr, ja, 22:30 Uhr. Und ja, das war's. Ja, mehr musste ich nicht wissen. Und wenn ich Fußballtraining hatte, wusste ich das natürlich auch, wann das ist. Aber einen Wochenplan habe ich nie geführt. Und dementsprechend bin ich mit meiner Zeit sehr, sehr unbewusst, sage ich mal, umgegangen. Und durch das Führen eines Wochenplans kriegst du natürlich eine Kontrolle, ja, über dich selbst, über deine Woche, über deine Zeit. Und du stellst halt auch manchmal fest, dass du an gewissen Punkten Zeit unnötig vertrödelst. Ja, und das geht halt nur, wenn du dir über deine Zeit bewusst wirst. Und deshalb Wochenplan. Ja, dann dir Zeiten freihalten, wo du, wenn mal irgendwelche unvorhergesehenen Dinge kommen, dass du die auch mit berücksichtigst, ja, dass du
lernst, dich zu fokussieren, dass du die Zeiten dann auch tatsächlich einhältst, an denen du arbeitest und die abrupten Arbeitsweisen, Leitfäden nutzen, die du vorgegeben kriegst. Und wenn du dich daran hältst, ja, und es immer wieder Tag für Tag ausübst, dann entwickelt sich dieser Automatismus und unternehmerisches Denken und Handeln wird immer leichter und es wird ja immer mehr in Fleisch und Blut übergehen. Okay, ich will das Video jetzt auch nicht allzu lang machen. Ich hoffe, ich konnte dir ja, das ein oder andere mitgeben und hoffe natürlich, dass das Ganze für dich wieder hilfreich war. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, gerne mit deinem Netzwerk teilst. Ja, ich freue mich immer über positive Kommentare. Ja, und alle weiteren Infos findest du dann unterhalb des Videos und kannst dich dann natürlich wenn du dich für eine Zusammenarbeit interessierst, kannst du dich dort natürlich weiter informieren. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg bei der Umsetzung und freue mich jetzt natürlich auch über deinen Kommentar zu dem Thema. Alles, alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.